Ja, hallo, hier ist Christian Lippschreiber, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg oder in der Nähe von München und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Genau, heute, ja, kurzes Thema, was zu dir gehört, wirst du nicht verlieren. Also der Hintergrund ist, wenn wir ja in diesen schwierigen Beziehungen stecken, die ja so schmerzvoll sind, aber gleichzeitig gibt es diese Mega-Anziehung, ne? Und es ist alles, man wird so reingezogen und es ist alles so hot und keine Ahnung. Seelenverwandte und dies und das oder das Gefühl davon, dann und wenn dann alles schief läuft, dann ist häufig so ein Gefühl da, ja, aber was, wenn das jetzt der Mann meines Lebens war, die Frau meines Lebens war? Ja, verhält sich total ätzend, grenzüberschreitend, Gaslighting, Schuld und Care, keine Ahnung. Aber ja, was, wenn, weiß ich nicht, der gerade eine schlechte Phase hatte oder die und oder er macht jetzt 3 Stunden Kurztherapie und dann ist alles gut und dann ist alles geklärt. Was, wenn ich dann, ja, dann gehe ich jetzt hier in meinen No Contact und für 100 Tage und dann ist er weg und nur sie ist weg und eins soll ich da mal reinbringen, was ich auch wirklich glaube inzwischen. Was zu dir gehört, was für dich bestimmt ist, so habe ich das zumindest gelernt, also und auch erfahren, also was für dich bestimmt ist, das wird nicht gehen. Also wenn das wirklich so ist, dass sozusagen deine Seele es festgelegt hat und seine Seele, dass ihr zusammen hier Beziehungen habt irgendwann, dann wird das passieren. Da wird der andere auch nicht verschwinden. Aber er wird vielleicht, also nicht, dass ich denke, dass es jetzt oft eintritt oder so, also das will ich jetzt gar nicht sagen, ich wollte nur sagen, es sollte euch nur eine Hilfe geben. Ihr werdet nichts verlieren, was zu euch gehört. So, das ist, das wird nicht passieren. Und wie gesagt, wenn es jetzt mal ein so ein ganz seltener Fall wäre, wo, ja, wo es notwendig ist, eine Pause zu machen, jeder arbeitet an sich und dann kommt man vielleicht wieder zusammen, ja, da kannst du trotzdem voll in diese Trennung gehen, voll in die Abgrenzung gehen, voll dein Ding machen, No Contact, Liebeskummer abarbeiten, nach vorne schauen. Und wenn es dann aus irgendwelchen Gründen so sein soll, dass es da weitergeht, dann wirst du nichts dafür tun müssen. Es wird dann irgendwie passieren. Könnt ihr glauben, könnt ihr nicht glauben, aber glaubt ihr, wenn es sein muss, ein Cut, dann muss er sein. Und der Gedanke, ich habe jetzt hier den Schatz meines Lebens verloren, der ist falsch. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.